Hallo und herzlich willkommen zurück zu Old World. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir gehen direkt mal weiter in die nächste Einheit und beenden dann hoffentlich schnell das Semester, weil bald werden zwei Slinger fertig. Dann haben wir mal ein bisschen Militärkraft und können uns auf den Ausbau des Reichs konzentrieren. Hier ist unser Arbeiter fertig. Der hat die zweite Mine hier gebaut und jetzt soll hier noch eine Mine gebaut werden. Nee, Leute, das lassen wir erstmal. Stattdessen mache ich mal da hinten die Netze. Wachstum ist immer gut. Also mehr schadet nicht. So, nächste Einheit. Ja, und was bauen wir denn dann in Eshnunna, unserer neuen Stadt? Da wird auf jeden Fall hier schon mal ein Hamlet vorgeschlagen. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Das bringt halt viel Geld, plus 20 pro Semester. Und zwar 10 vom Hamlet und 10 vom Handelsnetzwerk. Und es kostet allerdings ein Nahrung. Aber ganz ehrlich, machen das jetzt. Und danach können wir immer noch hier eine Farm bauen, um das mit der Nahrung wieder auszugleichen. Hier haben wir Pferde, das ist wunderbar. Und sobald wir die Technologie haben, können wir die auch einzäunen und uns nutzbar machen. Das dauert aber noch ein bisschen. So, nächste Einheit. Genau, wir erkunden weiter. Wir gehen ins große Unbekannte und schauen mal, was auf uns wartet. Hier ist richtig was los und wir haben was entdeckt, einen neuen Fluss. Oh weia. So, da schaue ich auf meine Liste und sehe, dass wir jetzt auch schon wieder, ja, wir sind bei denen angekommen, die schon im ersten Durchlauf aktiv waren. Das hier ist jetzt der Masuro River. Vielen Dank, Masuro, nochmal für deine Unterstützung. Und hier oben sind auf jeden Fall nochmal die Gallier am Start. Das heißt, wir bewegen uns mal ein bisschen. Oh, der hat keine Bewegungspunkte mehr. Alle vier aufgebraucht. Sonst hätte ich nämlich noch einen kleinen Rückzug gemacht hier. Weil so direkt in der Nähe stehen, fühlt sich nicht so besonders sicher an. Und da oben wollen wir definitiv zum Schrein. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben da oben einen Erkundschafter. Dann gehen wir mit dem hier darüber. Wir können direkt dahin. Oh. Uralte Barbaren. Unsere Männer finden Kreaturen, Ritualen und Kämpfe. Es gehört offensichtlich zu den Galliern. Okay, offensichtlich sind die Überreste, die hier gefunden wurden, von Vorläufern der heutigen Gallier. Und ja, die Gallier sind sehr protektiv, also beschützen ihre Kultur. Und von daher würde ich sagen, wir wollen den Galliern keinen Affront bieten. Wir lassen das hier in Ruhe. Ja, wunderbar. Und das gibt uns dann auch nochmal plus 20 Meinung von den Galliern uns gegenüber. Und wir haben 1 Disziplin hinzubekommen. Das kann ja auch nicht schaden. Disziplin. Mehr Geld und so weiter. Toll. Gute Sache. Nächste Einheit. So, da oben sind wir bei den Ägyptern. Wir gehen mal einmal so ums Gebiet drumherum. Okay, da ist schon die zweite Stadt. Hier wollen sie offensichtlich eine dritte bauen. Ja, dritte, wahrscheinlich haben sie eh schon weitere Städte auch, aber ich rede dann immer von denen, die wir kennen, ne? Ist, denke ich, klar. So, das war's mit Bewegungspunkten. Dann gehen wir ins nächste Semester. Und bekommen unsere Bogen... Es wäre schön, wenn es Bogenschützen wären. Aber es sind nur Steinschleuderer. Und jetzt ist gerade eine Errungenschaft hochgekommen hier. Was war denn das jetzt bitte? Okay, die Einflussmission hat zu einem Event geführt. Was haben wir denn nochmal für eine Einflussmission gemacht? Genau, wir haben ja... Genau, hat Alitum... Den Betrunkenen oder den Trinker, den haben wir beeinflusst. Das ist eine Frau, sehe ich gerade. Okay. Okay. Hat sich herausgestellt, dass sie eine schwer aufzufindende Person ist. Okay, unsere Überzeugung läuft nicht so gut. Vielleicht sollten wir es auf einem anderen Weg versuchen. Okay. Sind wir terrifying? Interessant.
muss sie uns denn wirklich fürchten? Mir ist gar nicht so wirklich klar, was jetzt hier eigentlich genau los ist. Also ich weiß, dass wir versucht haben, Einfluss zu nehmen auf Alitum, dass sie zu den Kassiten gehört. Das heißt, Familienmitglied der Kassiten ist in unserem babylonischen Reich. Die Kassiten haben ja eine Stadt auch bereits. Und jetzt, jetzt geht es halt darum, dass wir offensichtlich eine persönliche Allianz eingehen wollen. Und dass sie das nicht so toll findet. Und ja, jetzt können wir sie wahrscheinlich erpressen oder dazu zwingen. Oder ihr auf irgendeine Art und Weise Furcht einflößen, ihr drohen vielleicht. Das wäre dann dieser Weg. Ich bin der Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist. Und darum wähle ich das mal aus. Okay, und jetzt ist sie beeinflusst von uns. Wow. Man hat so wirklich nicht wirklich richtig Ahnung jetzt, was da eigentlich gerade passiert ist, oder? Also geht's euch da anders? Ihr könnt das gerne erklären. Wenn ihr wisst, wie das da genau funktioniert im Hintergrund, ich weiß es noch nicht. Stahl wurde entdeckt. Das ist wunderbar. Wir können jetzt Krieger ausbilden. Vorgeschlagen wird uns jetzt hier die Souveränität, nicht Unabhängigkeit. Forestry ist natürlich wunderbar, um eine Lumbermill zu bauen, damit wir Holz pro Runde bekommen. Hier ist die Pasture, also ein Gehege oder eine Einzäunung, ein Viehweide, eine Weide, dass wir uns halt die ganzen Tiere nutzbar machen. Pferde, Schaf, Kühe, Schweine und Ziegen. Finde ich fast wichtiger. Ich wähle das hier, die Pasture. Okay, nächste Einheit. Unser Schleuderschütze. Ich würde sagen, wir nehmen da oben jetzt mal die Barbaren aus. Das machen wir jetzt auch. Jetzt sind wir hier zu zweit. Das können wir doch schaffen. Was haben die denn da? Ach, locker schaffen wir das. Locker schaffen wir das, weil hier ist auch noch einer. Und den bringen wir auch noch rüber. So, wir sehen hier die unterschiedlichen Familien an den Formen der Einheiten Hintergründe. Also es bleibt natürlich hier dieser Stein mit diesem Schweif hinten dran. Aber das hier, das sind die Amoriten. Und das hier, das sind jetzt hier die Isin, die Händler-Fraktion. Also alles unterscheidbar. Ja, würde sagen, das reicht als Vorbereitung. Mehr können wir doch. Naja, diese Einheit hat dann alle Bewegungen aufgebraucht. Dann warten wir damit auf jeden Fall bis zur nächsten Einheit, oder? Bis zum nächsten Semester. Nee, komm. Wir können durchaus schon mit zwei Einheiten hier hin und angreifen. Ja, das geht jetzt nicht. Okay, naja, dann gehen wir halt einen näher. Und greifen dann an. Ah, wir können hier angreifen, weil wir auf einem Hügel stehen. Aber es hat auch lange nicht so viel Schaden gemacht. Es ist besser, wenn wir näher dran gehen. Okay, nächste Einheit. Und der Krieger ist die erste Nahkampfeinheit in unserer Nation. Nahkampfeinheiten sind der Hintergrund oder sind die Wirbelsäule, das Rückgrat unserer Armee. Ja. Förderung, so, da ist er, unser erster Warrior. Ausgerechnet von den Kassiten, das passt irgendwie. Das sind ja schließlich so die militärischen, oder das ist so die militärische Familie, militärisch orientierte Familie. Das ist schon in Ordnung. So, und die Einheit, die würde ich eigentlich gerne hier stehen lassen, damit wir auch ein bisschen Militärpräsenz hier in dieser Region haben. Vielleicht schiebt man sie sogar hierher, um so ein bisschen den Galliern gegenüber zu zeigen. Ne? Wir sind da. Auf der anderen Seite hier unten waren die. Genau, da sind sie, die Assyrer. Ich lasse die Einheit einfach hier stehen. Wir machen hier Bewachen und gehen weiter. So, hier beim Azuro River wartet unser Kundschafter. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt hier rum, um das bisschen auch noch aufzudecken.
Und dann geht's hier oben weiter. Und da sind noch mehr Gallier. Die sind hier wirklich sehr oft vertreten. Und ja, wir haben keine Befehlspunkte mehr, sonst könnten wir jetzt noch weitermachen. Dann bauen wir auf jeden Fall mal was Neues in Babylon. Wir könnten jetzt Mauern errichten zum Beispiel. Aber nee, nee. Ach, Axtkämpfer. Die Axtkämpfer, genau. Die Krieger hatten wir schon länger, als wir Stahl gelernt haben. Da ging es um die Axtkämpfer. Und ich möchte einen. Ich möchte sogar zwei. So. Und den Akkad bauen wir dann. Wie sieht's denn hier aus? Level 1 plus 8. Was hier so ein bisschen das Problem ist, ist das Geld. Wir könnten hier also mal eine Schatzkammer bauen. Treasury Stufe 1 bringt uns halt plus 10 Gold pro Semester. Dann sind wir hier aus dem Miesen schon mal raus. Das macht, denke ich, Sinn. The Calling. Okay. Ja. Unsere Prinzessin fühlt sich berufen zum babylonischen Paganismen und sie fragt uns jetzt im Privaten, ob wir auch denken, dass sie berufen ist. Ja, die Kirche möchte nur Kontrolle über dich haben oder bestärken wir das ganze Jahr. Du wurdest von den Göttern auserwählt. Oder wir nehmen das hier. Es ist auf jeden Fall weise, die eigene Spiritualität zu erkunden. Ich denke, wir nehmen mal das, weil das hier hat auch halt eben Voraussetzungen, dass wir mindestens zwei Weisheit haben. Und vielleicht führt das zu einer interessanten, ja, zu einem interessanten Ergebnis. Es ist gläubig geworden. Okay. Ist in Ordnung. Sklaverei oder Freiheit? Das nächste Gesetz. So, und jetzt müssen wir nochmal in die Laws gucken. Weil das ist nicht ganz einfach zu entscheiden. Grundsätzlich bin ich natürlich ein Anhänger der Freiheit. Und ihr wisst, ich bin auch sehr auf Forschung bedacht. Aber bei der Sklaverei bekommen wir plus 5 Befehlspunkte pro Semester. Das heißt, wir können in jeder Runde mehr Einheiten bewegen, mehr Befehle geben. Das ist für ein wachsendes Reich, wie wir es sind, nicht unwichtig. Auf der anderen Seite sehe ich hier natürlich, dass wir auch die Zufriedenheit in allen Städten um 1 plus 1 erhöhen. Hier gibt es nur positive Ergebnisse. Und wir haben schon 4 Städte. Von daher ist das vielleicht sogar besser. Weil plus 4 Forschung, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Komm, wir nehmen Freiheit. Wir wählen die Freiheit. So, ist erledigt und nächstes Semester. Was sind wir gute Menschen? So, jetzt gibt es hier natürlich das Echo. Aber wir haben jetzt Verstärkung da. Das war blöd, dass ich die jetzt rausbewegt habe. Ich dachte, ich bewege sie raus, um Abstand zu haben, aber die sind natürlich schon erledigt. Also gehen wir natürlich wieder näher ran. So, das waren unsere 3 Angriffe. Eine Einheit schon zerstört, das dauert nicht lange, dann haben wir die auch geknackt. Da werden wir dieses Barbarendorf auch noch übernehmen. Und da brauchen wir natürlich irgendwo Siedler. Das heißt, wenn wir in Akkad fertig sind mit der Treasury, mit der Schatzkammer, dann gibt es da auf jeden Fall mal einen neuen Siedler in Auftrag. Und hier erkunden wir diese Richtung. Ich möchte diese Wölkchen weghaben. Man kann hier nicht weit sehen, wahrscheinlich wegen des Waldes. Da ist doch ein Vulkan. Ja. Richtig, dieser Vulkan bekommt auch wieder einen Namen.
Und das ist der große Mina. Alle meine Unterstützer sind nun verewigt als, ja, als irgendwelche Landmarks, als Sehenswürdigkeiten, als Flüsse, Seen, Ozeane oder Vulkane. Von daher an dieser Stelle auch nochmal ein ganz dickes Dankeschön an eure Unterstützung und jeder, der das auch in Erwägung zieht. Es gibt da eine Patreon-Seite, ein Link dazu ist immer in jeder Videobeschreibung auch zu sehen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich bin dankbar für jede Unterstützung. Und ja, wenn ihr wollt, schaut es euch an. Schaut mal, die Ägypter sind jetzt dabei, eine neue Stadt zu bauen. Haben es vor unseren Augen getan. So, die Amoritenfamilie ist komplett zum babylonischen Paganismus konvertiert. Und wir haben die Tierhaltung erforscht. Vorgeschlagen wird uns jetzt das Drama. Monotheismus, Polytheismus, Kolonien oder Serfdom. Oh, Moment. Da schaue ich wieder nach, was das Wort bedeutet. Ah, Leibeigenschaft. Ja, Leibeigenschaft. Ist das nicht so wie Sklaverei? Eigentlich schon, oder? Zur Staatsregion, Religion konvertieren. Hohe Synode. Archive können gebaut werden für mehr Forschung. Ich wähle die Metaphysik. So, die Netze sind ausgebracht. Hier bei Babylon. Da oben wird eine Farm immer noch vorgeschlagen, mitten in den Wäldern. Ich glaube, wir machen mal einen Schrein, oder? Wir haben doch schon einen gebaut irgendwo. Wenn man den jetzt noch finden würde. Da ist er. Da haben wir einen Schrein gebaut. Schrein des Nabu. Hier wäre jetzt Schrein des Marduk. Ja, plus ein Semester, plus ein Befehlpunkt pro Semester, für jedes angrenzende Wunder. Tja. Wir haben nur noch kein Wunder gebaut hier. Ich finde, dass auch ruhig mal diese Felder hier langsam verfügbar werden könnten. Es wird jetzt halt so hart vorgeschlagen. Komm, wir bauen den Schrein des Marduk. Machen wir. So, hier ist die nächste Mine fertig. Für Einkommen. Das Einkommen ist inzwischen auch gut. 100 kriegen wir pro Runde. Da können wir uns nicht beschweren. Und was bauen wir als nächstes? Da hinten können wir die erste Umzäunung bauen. Ja, Pasture ist richtig. Hier, für mehr Schafe, mehr Bürger. Also mehr Nahrung. Mehr Schafe. Nicht Schafe, Ziegen. Schafe oder Ziegen? Was ist das hier? Schafe. Das sind Schafe. Mit Hörner. Für mich sehen die aus wie Ziegen. Oder Steinböcke. Okay, also. Wir bauen auf jeden Fall die Pasture. Schaut mal, wie hübsch. Wunderbar. Nächste Einheit. Genau. Voran. Angriff. Immer noch nicht ganz platt. Und dann geht's hier weiter. Ein See. So, das ist jetzt Lake Urmia. Ich kann's nicht ändern. Keine weiteren Namen da.
ist gerade im Weg. Sponsor für ein Labor. Teuer, ein privates... Oh nein! Ich wollte das nicht auswählen. Ich bin ausgerutscht. Ich wollte ihr das Laboratorium kaufen. Oh Mann. Jetzt mag sie mich nicht. Ja, sie mag mich noch, aber wir haben ihr nicht geholfen bei ihrer Ausbildung. Och Mensch, das finde ich jetzt aber ein bisschen schade. Ich hätte es wirklich gern gebaut. Ich bin mit der Maus einfach unglücklich an den Knopf gekommen, sagen wir, wie es ist. Das hier sieht total idyllisch aus hier, oder? Der See, hier diese Honigbienen, das Dorf hier. Total schön. Richtig, richtig toll. So, nächste Einheit. Jetzt aber, jetzt sind sie platt. So, jetzt müssen wir da, glaube ich, nur noch drauf mit der Einheit. Und jetzt ist das auf jeden Fall für uns eine City Site. So, dann geht diese Einheit zurück nach Babylon, denn auch in Babylon möchte ich ein bisschen Schutz haben. Die Einheit geht zurück nach... Ja, die nicht zurück, aber die schicken wir jetzt hier nach Dur-Kurigal zu. Ja, ja. Ist Cooldown, ist klar. Und die geht gleich zurück nach Akkad. Die kommt ja hier von den Isien und dann gibt es da bald einen Siedler. Und dann machen wir an dieser Stelle Feierabend. Es bietet sich an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.